Okay, noch mehr Sachen zum Erforschen. Du, ich sagte du, gehst weg. Du researched, und zwar bitte neues Topic. Game Dev. Das klingt doch wie das hier. Ah, okay. Vielleicht musste man nicht Startup nehmen und Simulation, sondern Game Dev und Simulation. Aber wir hatten ja versucht, das Spiel hier nachzumachen. Okay. Start, du, Research, was haben wir noch? Soundtrack. 120.000 können wir uns leisten. Start, wir haben 40 Punkte, haben wir auf jeden Fall. Ich hätte gern 3D-Grafik, nächste Version. Brauchen wir das hier dafür? Ich hoffe mal echt nicht, das wäre garstig. Na gut, Soundtrack. So. Und die Kritiken sind da für... Ach ja! Das sieht gut aus. 9 ist super, kann man nicht klagen. 9 ist immer noch super. 10 zwischendrin wäre auch ganz schick. Oh ja. Also ja, die Einstellungssache haben wir jetzt anscheinend wirklich im Griff. Das ist fast vollkommen egal, wie man diese doofen Regler hin und her stellt. Hauptsache alle drei haben 100%. Anscheinend. Ha. Mal gucken, was die Zahlen sagen. Es wird fleißig geforscht, es wird jede Menge verkauft. Und... Boah, okay. 750.000. Wie langweilig. Nur 750.000. In 4 Wochen kommt die Gamescom. Also die G3, nicht die Gamescom. Zur Gamescom gehe ich bald. Small Booth. Das heißt, wir müssen in 4 Wochen ein Spiel haben. Und 80.000 dürfen wir hinbekommen. So, wie lange brauchen wir für ein Spiel? Nicht so lange. Wir fangen einfach kurz davor an. Werden wir gewarnt? Okay, warte mal. Im Monat 6 in der ersten Woche ist das. Also müssen wir Monat 5 in der dritten, vierten Woche anfangen. Währenddessen researchen wir... World Design. Weiß nicht. New Topic. Ein Dance-Spiel. Och nö. Okay, Romanze ist auch nicht so viel besser, aber hey. So, du trainierst bitte. Und zwar noch mehr Designzeug. Und du trainierst bitte. Code. Zack. Okay. Haya hat einen der oberen Spots eingenommen. Von Gary White Gamers. Okay, schade, dass wir gerade kein Spiel produziert haben. Vielleicht hätte er noch nebenbei erwähnt, was wir so gerade Tolles machen. Aber ja, Rang 5 ist super, Geld ist super, alles gut. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Trainieren. So, wir sind in Woche 2, Woche 3, es geht viel zu schnell. Woche 4, wir brauchen ein Spiel. Wir können kein Spiel machen. So, stopp. Seid ihr immer noch im Trainieren? Die Gamescom ist gleich. Wir müssen ein Spiel produzieren, sonst haben wir keine Werbung durch das ganze Event. Develop new game. Medium. Major. Topic ist... Romance. Casual-Spiel? Ja, keine Ahnung, was ein Romanze-Spiel ist. Ich bin ein Mann, ich kenne nur Pornospiele. Adventure? Action Romance? Ein Romance Simulator? Das klingt wieder anrüchig. Was soll's. Plattform. PC, Game Engine, Anti-Engine. Weiter. 3D-Grafik, jo. So, die sind alle noch am Trainieren, was nicht schön ist. Das heißt, sie macht das jetzt alleine. Und wir machen Werbung für Lula. Und wie viele Leute kommen? 23.000, ist okay. Wow. Wow. Wow, 51.000, ist schick. Sehr schick. Hype? Fragezeichen? Bisher nicht. Okay, wir brauchen kein Gamepad für einen Romance Simulator. Wir brauchen keinen Multiplayer für einen Romance Simulator. Ne?
Story und Cutscenes schon. Okay. Seid ihr bald mal fertig? Wir hätten gerne langsam ein Spiel. Gut. 7:30 bis 9:10. Oh, weia. Jetzt müssen wir ganz schnell uns ranhalten, sonst wird das Spiel nichts. Und dann ist der Hype schlecht für uns, wenn das ein Flop wird. Also, ploppt ihr komischen Bällchen. Das ist soweit alles okay. Alles okay. 16:30, oh Gott. Wenn das Spiel nichts wird, haben wir sowas von Problemen. Und der Major. Fokus ist weg. Also Erwachsenen-Spiele sind nicht mehr so in. Und wir bringen einen Romance-Simulator raus für Erwachsene. Das ist super Timing, ja? Open World brauchen wir nicht. Tag- und Nacht-Cycle. Nö. Okay. Gucken wir mal. Das sieht nicht so schlecht aus, aber auch bei weitem nicht so gut wie die letzten beiden Spiele. Ja, hat 2,8 Millionen gebracht. Das ist schick. Komm, ploppt die Blasen. Plopp, plopp, plopp. Wir haben 44 Hype. Oh, das sieht gut aus. So, Bugs weg. Schnell Bugs weg, bevor der Hype verschwindet. So. Noch ganz kurz warten. Die PlayStation interessiert mich nicht. Geh weg. Geh. Weg. Kommt nichts mehr. Okay, finish. Kein neues Dingens. Ja, okay, es. Sie hat auch den ganzen Anfang alleine gemacht. Level Up ist schon mal gut, aber das bringt dem Spiel nichts. Und bitte lass das nicht floppen. Das muss mindestens ein 8er Titel werden, sonst haben wir ein Problem bei dem Hype. Wir haben bestimmt gleich wieder irgendwelche Fans. Komm schon. Advanced Cutscenes ist mir jetzt sowas von egal. Aber gut. Wir sollten researchen. Und zwar, du research mal Sequels. Du research mal Postapokalyptik. Oh, das mag ich. So, und die Kritiken sind da. Drückt die Daumen, Jungs. Nein. Oh. Das ist nicht gut. Wir werden jetzt zugrunde gehen an Lula. Okay. Was sagen die Fans? Du erforsch mal irgendwas anderes. Superhelden. Ja, Verkaufszahlen sind für den Arsch. Wir kriegen trotzdem Fans dazu. Aber das hätte was richtig Großes sein können. Hätten das anders getimt mit den trainierenden Jungs. Aber na gut. Ist alles okay. Wir haben immer noch nur 2 Angestellten. Wir haben nicht so viele Multikosten, wie wir hätten mit 4. Wir haben 12 Millionen auf der hohen Kante. Alles gut. So, du machst mal Mini-Urlaub. Du erforsch mal Law. So, und du Research Rich Backstory. So, und wenn ihr beiden fertig seid, und warum ist er schneller als sie? Aber ja, wenn die fertig sind, können sie ein neues Spiel rausbringen. Lula verkauft sich immer noch, wir kriegen ein paar Fans dazu, ist auch okay. So, alle fertig, alle da. Sehr schön. Neues Spiel. Keine Zielgruppe momentan, also für jeden Medium. Und postapokalyptisch. Alpha Man. Genre. RPG. Plattform. PC. Obwohl, warte mal, das. Was kam gerade raus? Ich bin nicht mehr up to date. Das Play System. Kostet 200.000. Wollen wir mal eine neue Zielgruppe aufbrechen? Konsolengamer. 200.000 ist nicht so teuer. Aber der Marktanteil ist nur 1,1% höher. Nö, lass mal. Engine ist die Anti-Engine 1.2, auch wenn wir die bald mal erweitern sollten. Und wenn nicht bald 3D Version 2 rauskommt, dann müssen wir echt die 2D Version 3 erforschen, um dann hoffentlich 3D Version 2 zu bekommen, auch wenn ich das echt albern finde. Aber gut, Spiel ist draußen. Was ist schon Version 2? Oh, ich
Spiel nichts gesagt haben. Gibt es nachher noch 4D? Na, mal gucken, was da noch alles kommt. Also, postapokalyptisches RPG. Multiplayer, okay. Gamepad, nö. So, plopp, 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 plopp. Ganz viel plopp, plopp, plopp. Oh, da steht von alleine Hype. Dann feuern wir den Hype doch mal an durch Magazine. Oh, Boss, es scheint, als würden einige Spieler illegale Kopien von Lula machen. Wir könnten sie entweder verklagen, um unser Copyright zu schützen, oder sie warnen. Lula war eh ein Scheißspiel. Wir warnen sie nur. Sofort, Boss, okay. Hype baut sich auf, baut sich weiter auf, alles super. Punkte trudeln ein und wir sind jetzt erst bei Stage 2. Anti-Girogon ist ganz schön ausgelastet. Aber wenn wir das nicht hier so hochschrauben, dann hängt Technologie tierisch weit hinten dran. Also lassen wir es genauso. Hype ist bei 6, Hype ist bei 7. Und die Nachrichten sind, dass wir die Spieler gewarnt haben, dass sie keine illegalen Kopien benutzen sollen. Piraterie ist ein immer größer werdendes Problem in der Industrie. Manche Firmen investieren eine Menge Geld und Zeit, um Piracy zu bekämpfen. Während andere sagen, dass es besser ist, einen etwas entspannteren Weg zu gehen und lieber in bessere Spiele zu investieren. Ja, kann ich absolut unterschreiben. Also Anti-Girogon natürlich nicht, aber der macht oder die macht das, was am taktisch günstigsten ist. Wir haben 330 Fans bekommen. Sauber. So, welche Phase sind wir gerade? Ich verliere den Überblick. Aber wir haben jetzt schon halb 10, das ist gut. Ich mach einfach mal... Okay. Casual Games. Och nö. Na gut, wir sind jetzt in Stage 3. Es ist ein Apokalyptik RPG. Da können wir ruhig Open World machen, ruhig Day and Night und ruhig Rich Backstory. Alle 100%. Und, was ich jetzt machen werde, Marketing. Eine kleine... Kampagne für 500.000. Wir haben 12 Millionen. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Wir haben gerade so schön viel Hype, das wird dann noch viel mehr. Und das Spiel scheint gut zu werden, wenn es jetzt schon so viele Punkte hat, gerade am Anfang von der dritten Phase. Was wäre davor? 150.000. Na gut, wir haben es bisher noch nicht gemacht, also sollten wir nicht gleich so einen Riesensprung machen. Machen wir Magazine und Demos. Wir haben jetzt 11 und jetzt haben wir 24. Okay, das macht schon mal eine Menge aus. So, Jungs und Mädels, ranhalten. Das muss ein super Spiel werden. Oh, das ploppt wie nichts Gutes. Jo, 35 Hype, Bugs müssen weg. 35 Hype, 35 Hype, Bugs sind gleich alle weg. Noch ein Punkt da. Ein Bug dazu, viele Bugs weg und fertig. Bam. Beides neue Rekorde. Neues Topic, neue Combo, super Combo und warum kein Management-Bonus? Ah ja. Ne? Sehr schön. Level up, wo ist die 3D-Grafik? Level up. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt ja noch 3D-Version 3. Weil wir haben schon recht viel neues Zeug für eine bessere Engine. So, Release Game. Mehr monatliche Kosten. Okay. Spezialtraining ist für die beiden zu bekommen. 3D-Grafik Version 3, super. Research. 3D-Grafik Version 3. 80 Research-Punkte ist okay. Du, Research. Advanced Cutscenes. Du, Train. Boost, kann er nicht. Nö, dann sollst du lieber was anderes researchen. Aber Alpha Man, wo wir recht viel Geld investiert haben. Komm schon. Oh, da ist richtig auf die 10 bei. Du bist keine 10. Du bist verdammt nochmal keine 10. Okay. Das ist nicht, wie ich erwartet hatte. Wir hatten so viele, verdammt viele Punkte. Du erforsch mal was. Ich bin gerade irritiert. Okay, wir haben nicht so viel auf Dialog- und Story-Sachen gesetzt. Das sollten wir vielleicht mal ausgleichen, weil gerade beim RPG ist das wichtig. Also, bessere Dialoge.
Was sagst du, Alpha Man? Muss wenigstens die Kosten decken. 370.000. Das war keine gute Idee, so viel reinzupumpen. RPG ist nicht unser Ding. Oh, Develop Sequel. Oh, interessant. Erstmal hätten wir aber gerne bald eine neue Engine. Also müssen wir researchen. Dialog-Tree. Oh, wir haben gar keine Research-Punkte. Ja, okay. Cutscenes fertig. So, neue Engine.